Liebe Katrin hat mich am Rande meines Agile-Workshops letzte Woche angesprochen. Sie wirkte ein wenig verzweifelt, aber sie meinte auch durchaus stolz, dass sie seit einem halben Jahr zertifizierte Scrum-Masterin sei und auch schon seit einigen Wochen jetzt ihr eigenes Team habe. Allerdings beschleiche sie so ein schlechtes Gewissen ihrer Firma gegenüber, aber auch ihrem Team. Sie sei etwas verunsichert, weil sie nicht so genau sehen könne, was sie alles innerhalb einer 40-Stunden-Woche denn machen sollte als Scrum-Masterin. Nur so zu ein paar Meetings einladen, vielleicht sogar das ein oder andere Meeting zum Teil moderieren. Ja, das fülle sie und auch die Rolle als Scrum-Masterin nicht aus für 40 Stunden. Sie wissen also nicht so recht, was sie als Scrum-Masterin so machen soll. Sie hat die zweitägige Zertifizierung gemacht, die war auch wohl sehr spannend und auch sehr inspirierend und motivierend. Aber für den Alltag, so sagt sie, wären diese zwei Tage völlig unzureichend gewesen dann. Und jetzt überlegt sie, wie sie sich selber und die Rolle positionieren soll, ob sie vielleicht zum Teil noch, sie war früher im UX-Bereich tätig, ob sie zum Teil wieder im UX-Bereich mitarbeiten soll und den anderen Teil als Scrum Masterin. Ja, eigentlich ein typischer Klassiker, den man in den letzten Jahren sehr, sehr häufig hört. Und das wollen wir gleich mal ein bisschen besprechen in der Sprechstunde. Dazu gleich mehr. Ciao, schön, dass du wieder dabei bist. Willkommen in meiner Sprechstunde für dich rund um agile Krankheitsbilder mit Diagnosen, mit Empfehlungen, mit Tipps und Tricks für gesunde und erfolgreiche agile Unternehmen und deren Mitarbeiter. Von und mit Dr. Böffi. Ja, nur die gerade geschilderten Eindrücke von Katrin, das ist ein Scrum-Klassiker. Ne? Das begleitet mich seit vielen Jahren in den Unternehmen, egal ob das jetzt kleine, mittlere oder große Unternehmen, Konzerne sind. Das ist auch ein Dauerthema auf den Agile-Events. Und ja, siehe da, hier im Rahmen der Fragestellungen der Agile-Quickies-Sprechstunde sind inzwischen mehrere Fragen zu diesem Thema Teilzeit-Scrum-Master eingetroffen. Das Thema ist eigentlich sehr umfangreich und auch sehr facettenreich. Das heißt, wir werden es gar nicht jetzt in einer kleinen Sprechstunde hier besprechen können, sondern ich werde das über mehrere Sprechstunden immer mal wieder aufgreifen. Es gibt auch einen Beitrag bei mir im Böffi-Blog dazu, den werde ich im Beipackzettel mal entsprechend verlinken. Ja, vorab nur so viel mit meinem persönlichen Rückblick auf jetzt einige hundert Scrum-Projekte. Es ist ein häufiges Krankheitsbild beim Umgang mit Scrum. Das ist so das Spannungsfeld. Man hat professionelle Unternehmensziele. Man hat hoffentlich ein hochprofessionelles Selbstverständnis eines Scrum-Masters. Und wer halt das nicht nur auf Hobbyniveau betreibt, sondern wirklich professionell und damit auch effektiv und effizient, der kommt als Scrum-Master kaum um eine 40-Stunden-Woche herum. Das selbst eine 40-Stunden-Woche, das bleibt immer ein Kompromiss und bedarf einer sehr ausgewogenen Priorisierung aller Aufgaben eines Scrum-Masters, der ja letztendlich das Ziel und den Sinn hat, die Optimierung der regelmäßigen Wertschöpfung für den Kunden und für das Unternehmen zu erreichen. Zu alledem und was das Scrum Guide dazu als Minimalreferenz sagt, meine ersten Praxiserfahrungen dazu. Ja, in dieser und in einigen weiteren Sprechstunden werden wir das erörtern und das ein oder andere Thema dazu aufdecken. Bis gleich. Was sagt denn die heutige Sprechstunde dazu, zu dem Thema? Fokus, das sind die Basics von einem Scrum Master in Abgrenzung zu 40 Stunden oder Teilzeit. Es wird also erste Hinweise zu diesen Aspekten geben, warum denn eine 40-Stunden-Woche eines Scrum Masters mit
einem Unternehmen, was sich professionell aufgestellt hat, professionell Unternehmensziele ausgesprochen hat, mit einem professionellen Selbstverständnis des Scrum Masters, werden wir erkennen, dass das kaum zu schaffen ist. Und erfolgreiche Unternehmen, die mit High-Performance-Scrum-Teams arbeiten, da gibt es sogar den Effekt, dass man Scrum Master im Sinne von Extreme Programming pairt, also dass sich zwei Scrum Master zusammentun, immer mal phasenweise, und man im Schnitt sogar mehr als einen Scrum Master pro Team hat. Dann wird es gleich zum Abschluss meine 5 Tipps für dich geben, die sich in diesem Umfeld ganz gut anstellen. Fangen wir mal an. Nähern wir uns mal dem Begriff Scrum Master über das Wort Master. Das wird teils sehr kontrovers diskutiert. Wenn man jetzt die reine Übersetzung mal sich ansieht, es ist halt nicht der Kapitän von der reinen Übersetzung her, wenn man so ein Dictionary nimmt. Es ist auch nicht der Gebieter als eine mögliche Facette einer Übersetzung. Jetzt in jüngerer Zeit gibt es so die Bewegung Intrinsify Me und das Thema Augenhöhe. Das passt also nicht zu dem Master-Aspekt, dass man das als Gebieter oder als Kapitän übersetzen könnte. Was auch ein bisschen schwierig ist, wenn man das Ganze über ein Studium, über eine akademische Ausbildung mal versucht, sich zu nähern. Da gibt es ja den akademischen Abschluss des Masters. Master of Scrum wäre das hier. Und das ist halt auch mit einem Konflikt, weil wir haben in der Regel eine 2- oder 3-tägige, ja, in Anführungsstrichen, Ausbildung zum zertifizierten Scrum Master. Das weckt und schürt einfach falsche Erwartungshaltungen. Die müssen wir also auch intensiv aufklären im HR-Bereich, im Einkauf für die Besetzung von Scrum-Mastern auf einer freiberuflichen Basis. Also das ist auch da schwierig. Was man aber vielleicht machen könnte, ist, wenn man das Thema Master mit einer langjährigen Berufserfahrung vielleicht versucht einzufangen. Also so ein langer Weg über die Praxis, dass man sich Praxiserfahrung aufbaut, dann könnte man den Master auch in einer entsprechenden Übersetzung als, ja, Meister begreifen oder als Lehrer oder auch als Lehrmeister. Das ist natürlich bei einem jungen Scrum Master, der gerade frisch in dieser Thematik unterwegs ist, ein halbes Jahr, wie in dem Falle Katrin, ist das Thema Meister, Lehrer, Lehrmeister halt noch ein bisschen schwierig dann. Was sagt denn das Scrum Guide dazu? Dort gibt es ein eigenes Kapitel zum Thema Scrum Master. Es gibt auch roundabout 30 Querbezüge innerhalb des Scrum Guides, wo der Scrum Master mit verschiedenen Themen entsprechend verwoben wird. Dann letztlich gibt es doch das große, lange Inhaltsverzeichnis, wo jeder Punkt im Inhaltsverzeichnis etwas sehr Konkretes mit dem Scrum Master zu tun hat. Das ist das Scrum Guide. Dazu wird es in der professionellen Praxis noch viel, viel mehr geben. Das, was das Scrum Guide gar nicht so in seiner Kürze hergeben kann. Ja, im Scrum Guide steht letztendlich, dass der Scrum Master zum Scrum Team gehört, per Definition. Daneben ist dann der Product Owner und das Entwicklungsteam. Wenn man jetzt versucht, so eine, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, aber so eine Anlehnung an Fußball mal herzuleiten. Da gibt es ja, wenn man den Bogen aufspannt, das Management, es gibt den Fußballcoach, es gibt das Trainerteam, es gibt die Spieler. Da könnte man vielleicht so eine Annäherung finden, wenn man den Fußballcoach und den Trainer so in der Ebene des Scrum Masters vielleicht sieht. Es ist ein bisschen schwierig dann. Aber es geht letztendlich darum auch, dass die Spieler oder bei Scrum die Teammitglieder, dass die über sehr gute, hochspezielle Skills, über Fähigkeiten verfügen. Beim Fußball ist das naheliegend, ne? Da hat man den Torwart, man hat die Verteidiger, man hat das Mittelfeld, man hat die Stürmer. Das so in dem Versuch, den Vergleich zu finden, da arbeitet halt der Coach bzw. der Scrum Master an den Rahmenbedingungen. Er orchestriert den Erfolg seines Teams bzw. seiner Mannschaft, ne? Und wir sind halt nur alle zusammen erfolgreich, um jetzt im professionellen Sinne Erfolg zu haben und ja beim Fußball halt eine Meisterschaft
gewinnen zu können. Die Einzelperson, nur der Torwart wird die Meisterschaft nicht gewinnen, der Stürmer vielleicht auch nicht, alleine auf dem Feld und der Coach und Trainer schon gar nicht. Ne? Aber in der Zusammenarbeit wird man möglicherweise sehr erfolgreich sein. Ja, in dem konkreten Kapitel zum Scrum Master heißt es dann, der Scrum Master ist zum einen für das Verständnis von Scrum verantwortlich, um es halt auszubreiten im Unternehmen, im Team, und er ist für die Durchführung von Scrum verantwortlich. Wenn man das Ganze jetzt mal ergänzt mit dem Kapitel über die Definition von Scrum, da steht ja drin, Scrum sei sehr einfach zu verstehen. Zugegebenermaßen ist das ja auch mit seinem Framework sehr schnell erfassbar. Aber es ist halt extrem schwierig zu meistern im Alltag. Das Ganze mit dem Kapitel der Scrum-Theorie, Stichwort empirische Prozesssteuerung, die Säulen Transparenz, die Säule Inspect, die Säule Adapt. Da liegt auch genau die Krux, die Katrin ja auch mit ihrem Hinweis schon angedeutet hat. Es gibt eine zweitägige, vielleicht dreitägige Ausbildung, Workshop, Infoveranstaltung. Wenn man sich jetzt überlegt, mit diesen zwei Tagen und der möglichen Hebelwirkung, die ein Scrum Master dabei hat, ja im professionellen, im positiven Sinne, allerdings auch im vielleicht unprofessionell oder teilprofessionellen Sinne, im negativen Sinne. Und letzteres halt, der negative Hebel ist einer der Kernpunkte, warum Scrum halt häufig nur so suboptimal funktioniert oder nicht funktioniert, beziehungsweise auch immer häufiger scheitert. Ne? Das ist, ich erlebe das jetzt in der Statistik von dem Buffy-Blog, da ist ein All-Time-Platz-1-Artikel, warum scheitert man mit Scrum? Ne? Ich werde das auf meinen Beipackzettel verlinken. Der ist seit langen Jahren ist der auf Platz 1 von den Aufrufzahlen her. Das hat also schon auch irgendwie einen Indiz. Ja, weiter im Kapitel zum Scrum Master, da heißt es, der Scrum Master tut dies, indem er dafür sorgt, dass das Scrum-Team die Theorie, die Praktiken und die Regeln von Scrum einhält. Da kommt jetzt wieder in der Praxis diese Schwierigkeit des Einhaltens. Ne? Ja, der Scrum Master hat letztlich keine disziplinarische Weisungsbefugnis. Das muss er also irgendwie auf andere Art und Weise lösen. Da muss er sich mal mit Handlungsoptionen experimentieren. Und gerade für so eine junge Scrum Masterin wie die Katrin kann das also eine durchaus immense Herausforderung sein, wenn man halt noch nicht so dieses robuste, stabile Standing hat im Unternehmen, was dafür notwendig ist. Ja, weiter im Kapitel heißt es dann, der Scrum Master ist ein Servant Leader für das Scrum Team. Jetzt nochmal den Bogen zu der zweitägigen Ausbildung, in Anführungsstrichen, also diese eigentliche Info-Workshop-Veranstaltung oder Info-Veranstaltung. Ja, da bleibt dieser Begriff Servant Leader, das ist eher nur so plakativ. Da ist also, das kann man kaum mit inhaltlicher Substanz füllen dann. Weiter heißt es im Scrum Guide, der Scrum Master hilft denjenigen, die kein Teil des Scrum Teams sind, zu verstehen, welche ihrer Interaktionen mit dem Team sich hilfreich auswirken oder welche nicht. Also da wird ganz konkret der Bogen gespannt, außerhalb des Teams geguckt. Das können also einmal die Kollegen der Abteilung sein, die vielleicht nicht, die auch mit Scrum unterwegs sind oder nicht mit Scrum unterwegs sind, aber nicht in unserem Team eingebunden sind. Es können die Mitarbeiter aus den anderen Abteilungen sein, aus den Unternehmensbereichen. Es wird aber auf jeden Fall auch so der Bogen in Richtung Geschäftsführung, Unternehmensleitung, mittleres und oberes Management gespannt. Der Bogen zum Kunden. Der Kunde kann ja einmal per Definition innerhalb des Unternehmens sein, der kann aber auch ein externer Kunde sein, was dann diese Herausforderung nochmal sehr viel größer macht. Also insgesamt geht es um Stakeholder, die über direkte oder indirekte Schnittstellen mit dem Scrum-Team zu tun haben. Und damit geht es auch für den Scrum Master ganz überraschend um Stakeholder Management, was man gar nicht so auf der Agenda vielleicht hat. Also man merkt hier sehr schön,
dass die Systemgrenze halt nicht das eigene Scrum-Team ist, obwohl man gerade das im Alltag, diesen Fokus auf das eigene Scrum-Team, sehr häufig vorfindet bei Scrum-Mastern. Den Fokus auf diese Gesamtwertschöpfungskette vom Kunden, bis es an das Unternehmen reingeht, durch das Unternehmen läuft und später zu einem Produkt wird, das ist jetzt leider den Agile Coach, also leider, gar nicht mal leider, aber es ist den Agile Coaches irgendwie vorbehalten, obwohl es per Definition mir auch eigentlich eine Aufgabe des Scrum Masters wäre, aber im Alltag halt häufig nicht so zu finden ist. Ja, weiter heißt es dann, der Scrum Master hilft dabei, die Zusammenarbeit so zu optimieren, dass der durch das Scrum Team generierte Wert, also die Wertschöpfung, maximiert wird. Auch da ist wieder diese Betrachtung ins Innere, innerhalb des Teams, dass das Team insgesamt performt, aber auch das Team halt eingebunden in die anderen Strukturen des Unternehmens bis letztendlich zum Kunden, dass man da auch optimal zusammenarbeitet. Das ist also da hat der Scrum Master diese ganz konkrete Aufgabe im Rahmen der Definition von Scrum, diesen Wert zu maximieren. Bei Scrum heißt es ja dann auf der Ebene des Scrum Frameworks, das ist dazu da, Menschen komplexe, adaptive Aufgabenstellungen angehen können und in die Lage versetzt werden, produktiv und kreativ Produkte mit dem höchstmöglichen Wert auszuliefern. Ja, dann sagt das Scrum Guide noch, dass es sogenannte Dienste des Scrum Masters für den Product Owner, für das Entwicklungsteam, aber auch für die Organisation gibt. Implizit steht dann natürlich da drin, dass es auch Dienste für das Scrum-Team, wo er selber ja Mitglied per Definition ist, neben PO und Entwicklungsteam, dass er doch Dienste anbietet und verrichten sollte. Natürlich auch für sich selbst und für seine eigene persönliche Entwicklung und für seine eigene Professionalität. Auch das mal noch als Hinweis für Katrin dann, was alles an Aufgaben in 40 Stunden anfallen könnte. Ja, das Wort Dienste im Sinne des Selbstverständnisses eines Servant Leaders, das sind also professionelle Diener, die halt Services, die halt Dienstleistungen für ihren PO, für ihren Product Owner, für das Entwicklungsteam, für das Scrum-Team, für die Organisation, den Kunden anbietet. Das Scrum-Guide sagt dann nur was zu drei. Also es definiert erstens diesen Dienst des Scrum-Masters für den Product Owner. Da geht es also darum, dass er verschiedene Arten von Diensten anbietet, wie zum Beispiel, jetzt mal herausgegriffen, unter anderem das Vermitteln von Techniken für eine effektive Verwaltung des Product Backlogs oder das Vermitteln des Verständnisses für die Notwendigkeit klarer Backlog-Einträge für das Scrum-Team. Das Vermitteln des richtigen Verständnisses von Agilität und ihrer Anwendung. Dann gibt es noch so eine Abrundung, Schaffen eines Verständnisses für die Produktplanung in einem halt empirischen Arbeitsumfeld. Und dann gibt es noch einige Punkte mehr. Dann werden zweitens Dienste definiert, Dienste des Scrum Masters für das Entwicklungsteam. Auch da werden wieder verschiedenartige Dienste mal exemplarisch genannt. Das geht also unter anderem das Coachen des Entwicklungsteams hin zu einer Selbstorganisation und dass funktionsübergreifende Teamarbeit notwendig ist. Stichwort Cross-Functional Team. Dann geht es um die Unterstützung des Entwicklungsteams bei der Schaffung hochwertiger Produkte mit dem Blick auf den Kunden. Nicht jetzt diese Selbstverliebtheit, die man häufig sieht, dass man auf der Entwicklungsebene das nächste tolle Framework versucht auszuprobieren. Der Blick ist auch hochwertige Produkte für den Kunden. Dann ganz elementar, nicht nur auf der Entwicklungsteam-Ebene, sondern insgesamt das Beseitigen von Hindernissen, die das Entwicklungsteam bei der Erstellung dieser hochwertigen Produkte aufhalten. Da ist das Stichwort Impediment Backlog. Das ist ein sehr zentrales Tool vom Scrum Master, wo alle Aufgaben, die mit Behinderung oder nicht optimalem Arbeiten zu tun hat, und die das Maximieren der Wertschöpfung halt ungünstig darstellen. Das steht alles in diesem Impediment Backlog und vieles weiteres mehr. Ja, und abschließend als dritter Punkt im Sinne der Dienste, die der Scrum Master
anbietet, das sind die Dienste des Scrum Masters für die Organisation, also für das Unternehmen. Mit dem Ausblick auch in Richtung Kunden. Ne? Das heißt, der Scrum Master, der bietet auch da verschiedene Dienste an. Das ist also das Leiten und Coachen der Organisation bei der Einführung von Scrum. Irgendwann mal fängt man ja mal an, vielleicht mit einem kleinen Pilotteam, mit 3 Pilotteams, und dann kommt so eine Transition-Bewegung, Agile Transition Team als Stichwort. Dann das Planen von Scrum-Implementierungen innerhalb der Organisation. Da sind wir dann bei diesem Agile Transition Team oder bei dem Scrum Transition Team. Das Unterstützen von Kollegen und Stakeholdern, Scrum und empirische Produktentwicklung zu verstehen und auch umzusetzen. Oder das Auslösen von Veränderungen zur Produktivitätssteigerung des Teams und so weiter und so fort. Auch da gibt es viele Sachen mehr. Dies alles mal so mit der Idee einer Minimalreferenz, das Scrum Guide als Minimalreferenz für diese ganzen umfangreichen Arbeiten und für die vielfältigen Aufgaben eines Scrum Masters. Das soll es erstmal sein, der heutige Einstieg und eine erste Annäherung zur Fragestellung: Gibt es einen Teilzeit-Scrum Master oder ist er besser mit einer 40-Stunden-Woche unterwegs? Da kann man schon so rein interpretieren, dass man da mit 40 Stunden möglicherweise nicht auskommt. Ja, gleich im Abschluss noch ein paar Tipps für dich. Ich freue mich auf dich. Ja, dann kommen wir zum Abschluss. Den Abschluss für dich und den Abschluss für Katrin. Mal eine kurze Zusammenfassung und meine 5 schnellen Tipps in diesem Zusammenhang. Also nochmal meine Erfahrung über einige hundert Scrum-Projekte heißt: Nein, es gibt keinen Teilzeitjob und als Scrum-Master. Wenn man es dennoch so vorfindet im Alltag, ist das häufig eine Ursache für ein typisches, klassisches, agiles Krankheitsbild, wo Scrum-Teams oder auch die Unternehmen entsprechend schlecht performen oder sogar scheitern. Ja, zu meinem Tipp 1, immer wichtig, Zielklärung, auch bei Scrum. Einer der Aspekte jetzt, den man hierbei betrachten könnte, ist, um nochmal den Bogen in Richtung Fußball aufzumachen, wollen wir das Ganze auf Hobby-Fußballniveau betreiben? Spielen wir eher in der Kreisliga oder sogar in der Bundesliga oder Champions League? Das entscheidet auch über den Anspruch, ob man das Ganze mit einem Teilzeit-Scrum Master bekommt, das wäre so Hobby, möglicherweise Kreisklassenniveau, oder ob man das Ganze mit einem Vollzeit-Scrum Master begleitet, wo man dann halt auf der Bundesliga- oder auch Champions League-Niveau-Klasse spielt. Das heißt, beim Champions League Niveau würde man sogar, also Stichwort High Performance Scrum Teams, würde man sogar mehrere Scrum Master einem Team im Mittelwert zuordnen. Stichwort Scrum Master Pairing oder andere Stichworte sind Community of Practices für halt Scrum Master. Ja, mein Tipp 2. Nimm einfach das Scrum Guide als diese Minimalreferenz und arbeite dort immer wieder deine Punkte aus dem Alltag heraus. Ich merke also, ich bin jetzt seit über 15 Jahren eben unter anderem im Thema Scrum unterwegs. Ich bin jedes Mal wieder neu überrascht, wenn ich das Scrum Guide mir nochmal vornehme, dass ich immer wieder neue Aspekte dort erkenne. Ich finde immer wieder neue Impulse für den Scrum Master und Agile Coaching Alltag. Ja, und mit meinen Erfahrungen, die ich habe, entdecke ich auch immer wieder neue Handlungsoptionen dann. Also einfach bitte das Scrum Guide als Minimalreferenz. Tipp 3. Das Scrum Guide vielleicht sogar als Basis für deine Scrum Master Alltagscheckliste nutzen. Und diese Alltagscheckliste, abhängig von der aktuellen Lage, in der du gerade oder in der ihr gerade mit dem Team oder mit dem Unternehmen unterwegs seid, entsprechend priorisiert, vielleicht auch ein Hinweis im Querbezug auf das Impediment Backlog, von dem wir eben sprachen, das Ganze priorisiert mit zum Beispiel erzielbaren Business Values auf einer sehr kurzfristigen, mittel- und langfristigen Betrachtungsebene.
Das Ganze wird später im Alltag, in der Praxis sicherlich mit, ich sage es einfach mal, unendlich vielen weiteren Aufgaben gefüllt. Experimentiere bitte einfach mit deinen Handlungsoptionen und mach dir einfach diese beiden Säulen von Scrum, nämlich Inspect und Adapt, zu eigen. Und coache das Ganze und predige das Ganze, Lisa. Begleite das Ganze bitte. Ja, mein Tipp 4. Bitte, 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 kommt nicht auf die paradoxe Idee, ein Scrum Master mehreren Teams zuzuordnen oder zu verordnen. Das ist nur in ganz extrem seltenen Ausnahmesituationen auch nur bedingt sinnvoll. Stichwort Firefighting. Macht es nicht auf dem Niveau von Hobbyfußball, wenn das nicht euer Unternehmensziel sein sollte. Wenn ihr das so macht, ihr blockiert euch damit ein riesiges Potenzial und ihr vernichtet und ihr verbrennt viel, viel Geld damit. Auch dazu wird es im Beipackzettel von mir nochmal einen Querverweis zu einem Artikel, den ich im Buffy-Blog geschrieben habe, ergeben und auch natürlich später in vielen weiteren Agile-Quickies-Sprechstunden wird es dazu mehr geben. Ja, und last but not least, Tipp 5, Unterstellung jetzt sei die Professionalität auf der Unternehmensebene, auf der Scrum Master Selbstverständnisebene. Scrum Master muss mindestens ein Vollzeitjob sein und macht das allen, aber auch wirklich allen beteiligten Ebenen oder Partnern im Unternehmen, macht das bitte klar im Sinne der Scrum-Säule Transparenz. Man könnte salopp sagen, auf welchem Niveau wollt ihr spielen? Hobby, Kreisklasse, Bundesliga, Champions League. Das gibt dann sehr viel für die Argumentation und für die Findung, wie viele Stunden ein Scrum Master pro Woche bei euch arbeiten sollte. Ja, hierzu und viele weitere Aspekte wird es dann in meinen künftigen Agile Quickies Sprechstunden geben. Viel Spannendes, aber auch Punkte zum Nachdenken, Anregen und so weiter. Da freue ich mich auf dich. Ja, kommen wir zum Abschluss. Den Abschluss würde ich gerne beginnen mit einem Zitat von Dante Alighieri. Das ist ein italienischer Dichter. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie kräftig an und handelt. Ja, soweit in diesem Sinne. Meine Empfehlung wieder an dich, sei bitte vorsichtig. Agile Selbstmedikation kann für dich und deine Kollegen, aber auch für eure Produkte und Projekte, vielleicht auch für deine Firma, möglicherweise für eure Kunden, sehr ungesund werden bzw. irreversible Schäden verursachen. Für Risiken und Nebenwirkungen frag bitte immer den Agile Coach und Berater deines Vertrauens. Wenn dir die Sprechstunde gefallen haben sollte, erzähl es einfach rum, es würde mir sehr freuen. Erzähl es deinen Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch deinem Chef, vielleicht euren Kunden und teile und like dieses bitte in deinen sozialen Netzwerken. Also, bis zur nächsten Agile Quickies Sprechstunde, meine Sprechstunde für dich rund um agile Krankheitsbilder mit Diagnosen, mit Empfehlungen, mit Tipps und Tricks für gesunde und erfolgreiche Unternehmen und deren Mitarbeiter. Ich freue mich auf dich. Ciao, dein Dottore Böffi.